Oh, das ist alles schlimm. Das ist hier kein Technik-Talk. Das ist ja eigentlich, David findet jetzt heraus, was hier los ist. Ich sitze zum ersten Mal in dem Auto so. Wir haben nicht ein Display, nicht zwei. Wir haben drei Displays. Ist die Endstufe. Ist die Endstufe. Wirklich. Oh, Feuerstein Cast, die Bitch, die Blanco. Heckantrieb, weil ich's von hinten mag. Gib es hier, weil ich den Hintern mag. Wunderschönen guten Abend, Freunde. Ich bin David von Feuerstein Cast. Und wir haben heute David Pferd. Nennen wir das David Pferd, das Modell? Ja, ne? Ja, kann man machen. Heute ein ganz besonderes Auto, was man hier vielleicht gar nicht so oft auf dem Kanal sieht oder diese Art von Autos. Wir haben ein EQS 53 AMG von 2023, eigentlich fast fabrikneu, weil das Auto ist gerade eingefahren. Einfahren muss man eigentlich gar nicht, aber er hat 1000 Kilometer. Das heißt, ist quasi unbenutzt. Den stellen wir euch heute ein bisschen vor in dem Video. Seid gespannt, wir drehen auch eine Runde, da zeigen wir euch mal meine Eindrücke. Ich bin noch nicht gefahren, ich habe ihn von da bis hier gefahren und war schon erstaunt. Aber es gibt verschiedene Modis, die wir da ausprobieren. Darum würde ich mal sagen, das erste, was ich mache, gehe einmal mal rum und nimm euch mit und schau so, was ist an dem Auto überhaupt los. Ist ja das Pendant zur S-Klasse, bloß elektrisch. Und darum würde ich sagen, geht's los und seid gespannt. Wenn wir anfangen, also wir haben den EQS 53. Man muss sagen, das ist die höchste Ausbaustufe so gesehen von dem EQS. Es gibt den als... Soweit ich weiß, ist 480, 580 und 680. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich da falsch liege. Und das ist der 53. Wir haben hier 760 PS, sogar ein bisschen mehr und über 1000 Newtonmeter. Ich glaube, das geht gut nach vorne. Wir haben hier diese Digital Lights. Das heißt, wir müssen gleich mal gucken, ob wir das in der Halle darstellen können. Da kann man so Bilder auf dem Boden projizieren, wie ich das kenne. Und zum Beispiel so Regentropfen und so, habe ich gesagt bekommen. Da bin ich sehr gespannt, was passiert. Ist auch im Moment das Aktuellste, was man so an Lichttechnik bekommen kann. So, dann haben wir hier klar AMG-Stoßstange und diese riesen 22 Zoll Felgen mit 275 ringsum. Rote Bremssättel, hat mir der Besitzer schon gesagt, hätte man nicht machen brauchen, weil die Felgen verstecken das natürlich. Aber ich finde, sieht toll aus und diese Felgen als solches könnte man auch auf einem normalen Auto, also auf einem Benziner oder sowas packen, würde auch toll aussehen. 4MATIC Plus, das heißt, wir haben zwei Motoren, einen vorne, einen hinten. Die regeln dann so ein bisschen, wie die Kraft verteilt wird und das ist auch gut und das sollte auch so sein. Da haben wir natürlich überall Kameras, rundum 360 Kamera. Das Auto kann natürlich alles, der parkt alleine ein, der fährt alleine, das braucht er aber auch für seine ganze Sensorik, weil das Auto hat ja auch diesen Autopilot in der tollen Stufe. Hier habe ich gesagt bekommen, ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Ja. Ja. So, das geht genau hinten auch so, ne? Ja, guck mal, das ist doch wie Krieg der Welten, oder nicht? So, wenn wir jetzt nach hinten gehen, haben wir hier so eine Abrisskante, das ist so eine Spoilerlippe. Ob die jetzt wirklich was macht oder einfach nur gut aussieht, ist doch egal, weil die sieht gut aus. Hier typisch von AMG haben wir diese Lufthutze oder beziehungsweise jetzt diese angedeutete Lufthutze. Die kennt man von AMG-Paketen oder AMGs als solches. Die ist hier natürlich auch dabei. Und hier hinten haben wir so einen Heckdiffuser. Kann der das wohl? Ja, kann er. So, und der Kofferraum ist gigantisch. Hier haben wir noch die Folie und alles. Wir haben den gerade gewaschen, ist ja klar. Geht er jetzt auch wieder zu? Ja, geht auch wieder zu. Ist die Endstufe, wirklich. Hier hinten haben wir auch, ich glaube, das ist so eine OLED-Technik, da bin ich mir nicht sicher. Schreibt das mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine LED-Technik, ist klar. Was für eine Ausbaustufe, weiß ich da nicht. Sieht auf jeden Fall toll aus, also ich mag das sehr gerne. Wenn Elektroauto, dann muss das auch futuristisch sein, finde ich irgendwo. Und das macht er hier ganz gut. Ist meiner Meinung nach tolles Auto. So, haben wir natürlich die Privacy-Verglasung hier. So, wie gesagt, das ist nur Wasser. Haben hier, was ich richtig, würde ich glaube ich genauso machen, Alcantara mit Carbon zusammen mit der Wohnmesseanlage und dieser ambiente Beleuchtung mit roten Ziernähten. Ich glaube, viel besser geht das gar nicht. Haben wir die großen Sitze und was ich auch gesehen habe, das ist Touch. Das ist kein Knopf, den man so bei Mercedes nach vorne klicken kann, sondern das ist nur Touch. Und muss ich sagen, ist nicht gewöhnungsbedürftig. Ich saß da drin, wusste sofort, was ich zu tun habe. Ist wirklich klasse. Du wirst gleich auf dem Beifahrersitz viel Spaß haben, weil wir haben nicht ein Display, nicht zwei. Wir haben drei Displays und ich habe gehört, auf dem Beifahrersitz kannst du sogar so ein bisschen was selber machen, wenn du fährst. Ist sehr, sehr, sehr interessant. Aber setz dich mal rein. EQS 53, das heißt AMG. Ich mache mal die Tür zu. Diese beiden kennen wir, das ist Magnetino. Ich weiß, das sagt man auf keinen Fall. Bei Ferrari heißt das Magnetino, das sind diese Drehrädchen. Wenn ich jetzt mal die Zündung anmache, so, dann sieht man jetzt hier unser ganzes System. Das ist dieses... Mache ich alles richtig gerade? Ist er jetzt an? Ja! Ich kann hier jetzt C, ich kann jetzt S, ich kann jetzt hier S plus. So, das ist hier jetzt, das ist, ich muss erstmal klarkommen. Du hast hier noch ein Display, warte eben. Was sage ich jetzt hier? Also, wir haben natürlich das neue Lenkrad von AMG, das haben wir überall auch drin. Das hat nicht nur das Elektroauto mit den Schaltwippen. Was man hiermit machen kann, muss ich gleich mal fragen, weil er hat ja keine Gänge, oder? Eigentlich nicht. Jetzt, wenn ich mal aufs Auto klicke, wohin soll es gehen, weiß ich auch noch nicht. Ach du Scheiße, warte mal, ich komme jetzt gar nicht klar. Hier, guck dir das mal an. Da stehen wir.
Hier, Rudolf-Diesel-Straße, da steht doch der Lambo. Hier geht's weiter. Zitadelle, ja klar. Hier ist Shell, da tanke ich sehr gerne. Wunderbar, wenn ich jetzt hier auf Home drücke, was passiert dann? Er muss doch mich. Ja, das wollte ich haben. Genau, wir haben ja das Track Package. Das ist das große, wie ich gehört habe. Das heißt, der hat dann die große Leistung. Also es ist hier kein Technik-Talk. Das ist ja eigentlich, David findet jetzt heraus, was hier los ist. Ich sitze zum ersten Mal in dem Auto so gesehen. Es ist super, super hochauflösend. Ich glaube, das interessiert euch. Plus, wir haben hier rund um diese LED-Beleuchtung, hier auch in den ganzen Lüftungsdüsen. Und die Sitze sind hier auch per LED beleuchtet. Das heißt, wie er mir erzählt hat, das sieht toll aus. Hier oben dann auch beleuchtet. Plus, wenn man zum Beispiel zu nah an diese Leitplanke fährt, auf eurer Seite oder hier, macht er das hier rot. Ne? Er warnt dich hiermit auch. Und das finde ich krass. Und hier als Beifahrer hast du dann so ein Display. Da kannst du dann so sehen, was passiert. Siehst du? Also wenn ich fahre, siehst du Drehmoment, wie viel ich da abrufe, Leistung, wie viel ich abrufe. Das Fahrzeug, Home, Store. Da kannst du wirklich Spiele spielen. Das ist kein Witz. Während ich fahre und wenn ich hier sitze, sehe ich es nicht, weil es ein bisschen verspiegelt wird. Ja? Finde ich richtig cool, gute Idee, warum auch nicht. Erinnert mich so ein bisschen, wenn ich mal sagen kann, ich bin ja hier nicht markengebunden an den Porsche Taycan Turbo S, von der Leistung ja auch. Er soll aber schneller sein. Es hat ein paar Sachen, die glaube ich sehr interessant sind. Ich glaube, wenn wir jetzt auf Sport Plus stellen, soll er wohl dieses Soundmanagement haben. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sehr viel Respekt. Aber hörst du, geh mal nach außen, lass mal nach außen gehen. Aber hört man dieses... Hier. Ich kann ja verstärken. Ja, hier gehen wir ran. So, und er hat vorne und hinten hat er so diese Module, die lassen dich diesen Sound so wieder hören, weißt du? Das finde ich zum Beispiel, hast du auf 0 gestellt wieder? Ja. Das finde ich zum Beispiel grandios, aber lang schnacken bringt hier nichts. Das Auto ist hier nicht zum Verkauf, ich brauche hier nicht unbedingt rumgehen. Wir wollen unbedingt mal fahren, wir sind hier ein Autokanal, wir wollen fahren und darum würde ich sagen, sehen wir uns im Auto wieder, wir fahren jetzt eine Runde und dann gucken wir mal, ob er hält, was er verspricht. So, wir sitzen jetzt drin tatsächlich. Ich starte ihn jetzt nochmal und... Genau, da macht er schon mal so ein Geräusch. Und der Gurt zieht mich jetzt einmal fest. Ne? Das ist ja normal, das macht ein normales Auto auch. Und ich würde sagen, es ist eigentlich herkömmlich. Ich habe mich gerade, glaube ich, dann verlabert. Diese Schaltwippen, der hat natürlich keinen Gang. Habe ich aber auch nicht behauptet, glaube ich, oder? Nee. Sondern das ist... Damit kann man die Rekuperation hoch und runter fahren. Das heißt, wenn man von der Bremse geht, wie stark der Widerstand wird, wie stark der dann einen abbremst, damit die Batterie geladen wird. Damit dieser Generator, müsst ihr euch vorstellen, bremst das Auto mit mehr oder weniger Druck, um das Auto mehr oder weniger zu laden. Ich sehe jetzt normale Rekuperation. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich dann gleich da rumdrücke, dann verändert sich dieser Wert wahrscheinlich. Aber das werden wir gleich herausfinden. Es ist für mich das dritte Mal, dass ich ein Elektroauto fahre. Zweimal war Tesla. Und jetzt fängt es an zu regnen, aber ich glaube, das macht nichts. Da haben wir es eigentlich perfekt gemacht. Das Auto ist warm, ne? Ich habe gerade schon gefragt, man muss hier nicht warm fahren. So, und ich habe ihn jetzt S-Klassenlänge, ne? Komplett eingeschlagen und wir drehen uns, nicht auf der Stelle, aber wir drehen uns in einem, boah, wie soll man das, es ist ja extrem niedriger Wendekreis. Man kann hier wirklich zwischen den Autolinien, kann man komplett sich umdrehen einmal. Wie der Smart da hinten. Also ich habe auch gesehen, ich weiß jetzt den Wert nicht von den Rädern, wie die einschlagen, aber man kennt das ja, wenn diese Vierradlenkung aktiv ist, die lenkt nur so ein bisschen, aber hier ist das wirklich, dass er so richtig einschlägt. Und ich glaube, zu wissen, auf der Autobahn, ab einer gewissen Geschwindigkeit, lenkt er nicht mehr entgegengesetzt, das wäre natürlich extrem, lenkt er im gleichen Winkel, damit wir so einen Hundegang, nennt man das ja, Hundegang haben, dass er einen so über die Linien trägt. Jetzt fahre ich jetzt los, ich fahre jetzt EQS 53. Also ich würde jetzt erstmal im C-Modus losfahren. Okay. Also ich höre jetzt schon mal was. Das hat aber noch nichts, glaube ich, mit dem Sound-Erlebnis zu tun, was man hier kriegen kann, sondern es ist einfach der ganz normale Elektromotor mit den Lüftern oder so. Nee, das ist Basic Sound. Das ist ausgewogen. Korrekt, genau. Okay. Man neigt doch dazu, so ganz leise zu reden, so unnötig leise, weißt du, was ich meine? Ja, weißt du. Okay. Und jetzt hätte ich gerade dieses Schalten erwartet, schon wieder in meinem Kopf. Aber er schaltet jetzt nicht. Und ich fahre jetzt 40 und es kommt mir extrem. Ja, okay. Also ich gebe jetzt gerade ein bisschen Gas. Er macht sofort irgendwas. Also er macht sofort... Es ist extrem empfindlich, das Gas. Ne? Da weiß man ungefähr, was auf einen zukommt, weil ich habe das Gefühl, das Gas nur draufgelegt, den Fuß und roll hier mit 50 und er wird immer schneller. Ich habe hier ein relativ schönes Head-Up-Display. Das ist sehr klar. Gut, es zeigt er mir jetzt an den Tempomat, dass er aus ist, die Geschwindigkeit, die ich fahren darf, den Spurhalteassistent und dass ich die Hände da ans Lenkrad, das Symbol, ne, von dem Lenkassistenten. Wir fahren jetzt die ganz normale Feuersteinrunde. Das ist, glaube ich, das Interessanteste. Und jetzt auf Energiefluss oder? Antrieb. Nee. Fahrzeug. Fahrzeug. Das ist ja Elektro. Genau. Okay, siehst du zum Beispiel Drehmoment?
Ja, 250 Kilometer. Also haben wir jetzt gerade einen Golf GTI gehabt, ne? Und KW 49, das sind ungefähr ja, 60, 65 PS. Das wird gleich, glaube ich, extrem. Also ich fahre jetzt erstmal los und ich möchte nur dieses Gas geben, den Moment möchte ich mir noch ein bisschen schön halten eigentlich, weißt du? Du musst auch, glaube ich, extrem aufpassen mit der Kamera. Ja. Das siehst du gleich aus wie ich. Okay, also okay, ich bin jetzt im C-Modus, also das ist ein guter Druck, den man merkt. Ne? Man sieht jetzt so 400 Newtonmeter und 150 PS ungefähr oder 250 PS. Und ich schalte jetzt einfach mal, weil das wollt ihr sehen. Ich will euch das Auto nicht verkaufen heute. Ich will euch das Auto zeigen und ich weiß, was euch interessiert. Wir sind hier im Sportwagen-Kanal. Ich schalte jetzt einmal auf S, da passiert noch nichts. Oder? Doch? Wird ein bisschen lauter, habe ich das Gefühl, vom Sound. Jetzt haben wir schon mal ein anderes Sounderlebnis wieder. Und jetzt schalte ich auf Sport Plus. Aber es wummert extrem, ne? Also ja. So positiv. Es kommt von hinten. Ja, es simuliert dir wirklich so, als ob du ein Auto fährst. Es hat nichts mit dem Motorgeräusch zu tun, sondern es ist ein ganz anderes Sounderlebnis, würde ich sagen. Weil, aber im gleichen Verhältnis musst du dir vorstellen. Ein Motor macht ja vorne auch Geräusche, logischerweise beim Auto, wenn wir einen Frontmotor haben. Und hat hinten natürlich dieses Präsente. So, und in dem Verhältnis haben wir jetzt diesen Sound, den wir hier haben. Okay, und er verändert sich extrem. Also es ist schon eine Charakteristik, die ich nicht. Ich überhole jetzt extra nicht mit Vollgas, sondern so. Das war jetzt nicht mal Halbgas. Aber das ist, ich muss euch sagen, jetzt, ich vermisse jetzt gerade keinen Motorsound. Natürlich ist das digital, ist klar, aber er macht ja was. Und bei den Autos, wenn wir mal ehrlich sein, bei den meisten ist es auch digital. Da hast du so eine Soundbox da drin und der gaukelt dir da auch was vor. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Ne? Und das hier? Weil ich habe ja jetzt gerade Spaß und von außen macht er das Gleiche tatsächlich. Also die Leute von außen hören dieses Geräusch auch und ich finde nicht, dass das so ich würde es genauso machen. Also es ist genau richtig, wie es ist. Es ist jetzt nicht zu viel, zu wenig. Es ist ja auch nicht so, dass man sich jetzt drüber lustig machen muss, weil er versucht jetzt ein V8 zu sein. Eben nicht. Er versucht jetzt hier kein V8 zu sein. Er macht ein eigenes Sounderlebnis und das hinzukriegen ist nämlich auch eine Kunst. Ne? Da saßen wahrscheinlich wieder 10 Ingenieure dran. Wir haben jetzt hier 50, da hinten ist gleich einmal 70. So, und jetzt rolle ich hier mit 60 km/h, Drehmoment sind 30, es geht da wieder runter, das regelt er natürlich. Und wenn ich jetzt Gas gebe, dann, oh, das ist aber schön gemacht, siehst du das? Ja. Auch beim Rekuperieren. Aber das ist halt für mich ungewohnt. Ja, weil beim Benzinmotor kannst du Gas geben und der kommt dann trotzdem gleichmäßig, ne? Du gibst Gas und wenn du natürlich nicht in der Drehzahl bist, dann braucht er trotzdem so ein Stück und kommt gleichmäßig. Und hier ist das Problem, ist das bei mir relativ hakelig jetzt. Weil er direkt das von dem Fuß überträgt. Also du machst so und dann machst du nur einen Millimeter so und dann, weißt du, das ist Wahnsinn. Also das ist jetzt wirklich ein Viertelgas, ne? Hier ist 100. Okay, verstehe, okay? Also das hat gut Druck auf den Kopf, weiß ich jetzt nicht, woher das kommt. Aber ich habe echt das Gefühl, dass man nicht atmen kann kurz. Dass man in sich so. Kurzen Moment bleibt so, die Luft weißt du? Weg. Ja. Boah, das ist. Es ist fast schon unangenehm, Gas zu geben. Also, so, das ist so körperlich schon eine Aktion, wenn du Gas gibst, oder? Ja. Auf jeden Fall. Okay, jetzt hat man schon das Gefühl, dass man so ein bisschen racen kann. Mit dem Ding. Und ich habe auch das Gefühl, der wird total straff. Und er ist überhaupt nicht eierig. Ne? Ich merke, das Auto ist lang, relativ. Ne? Ich komme aber auch gerade aus dem Sportwagen. Aber ich sitze hier total gemütlich, kann mir jetzt meine Massage anmachen, kann hier ganz extrem leise mit meinem Elektromotor dahin säuseln. Ne? Wir haben hinter uns zum Glück keinen, da hinten ist gleich 100 und da mache ich einmal einen Race statt. Muss ich da einfach nur Bremse und Gas drücken? Genau, Bremse treten. Wie Launch Control? Genau, korrekt. Okay. Genau. Okay, man neigt dazu einfach, weil das so unbeschwert ist, neigt man dazu viel zu schnell zu fahren. Das ist ja so ohne Anstrengung. Also du hörst nichts, du störst keinen, du fährst hier dann durch die Gegend. Ich glaube, da muss man sich dran gewöhnen. Oh, das ist aber schlimm. Ach du Scheiße. Also dieser erste Moment ist ganz eklig. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich Pause bräuchte. Theoretisch. Das ist Achterbahn. Und das Gute ist, wir haben jetzt hier eine Allradlenkung. Wenn ich jetzt hier voll einlenke, dann kann ich rum wieder nicht schaffen. Aber ich mache das ja jeden Tag. Mit jedem Auto fahre ich hier lang, das ist meine Referenzstrecke. Hier drehe ich immer mit den Autos. Und ich habe das Gefühl, das ist schon wirklich ein Arbeit ist schlechter zum Beispiel.
Ich würde das normal machen, das tut ihm ja nicht weh, oder? Boah. Kann man die Sound Experience nicht verstellen? Unterschiedliche Doch. Sounds machen? Unterschiedlich nicht. Das ist das, was er hat bei Echt? Sport Plus. Du kannst leicht so balanciert und sowas machen, aber das ist so das Aggressivste. Jetzt film mal hier auf den Tacho. Ist der Gurt wird festgezogen. Und jetzt wackelt die KMH-Zahl. Ah, okay. Das. Ja, gut. Aber er zieht den Gurt fest, da passiert so viel, da musst du erstmal drauf klarkommen, kurz. Oder? Also ich glaube, man kriegt das schon ganz gut mit, was hier passiert. 9 Sekunden. 2,9 Sekunden ja. waren das gerade. Also Lamborghini Aventador war das mal eben gerade. Den lässt du dann mit deinem Massagesitzen stehen. Ja, das ist Druck. Das ist einmal Druck auf der Birne, ehrlich. Das ist einfach zu viel. Ich würde, glaube ich, langsamer losfahren. Weil wenn du das jeden Tag machst, das ist ja schon anstrengend, habe ich das Gefühl. Und jetzt habe ich ja Rekuperation, normale Rekuperation. Wenn ich jetzt vom Gas gehe, merke ich, er hat hier eine Charge-Anzeige in Prozent. Das heißt, er zeigt mir dann, wie viel er gerade rekuperiert. Und er bremst mehr ab als gewöhnlich, würde ich sagen. Er segelt also nicht. Ne? Wenn ich auf jetzt zum Beispiel hochgehe mit der linken Wippe auf starke Rekuperation, ja, jetzt merkt man es. Wenn ich jetzt Gas gebe und jetzt vom Gas gehe, zack, jetzt bremst er, ja, er bremst extrem ab. Also als ob ich wirklich so ein Viertel in die Bremse trete, würde ich sagen. So, und wenn ich jetzt auf keine Rekuperation gehe, dann segelt er sogar. Das heißt, wenn ich vom Gas gehe, dann bleibt er bei 69, war ich gerade, und hält diese Geschwindigkeit. So, wir sind jetzt wieder auf der Heimfahrt. Tatsächlich musste ich gerade kurz eine Pause machen, weil es ist schon ein Akt, finde ich. Und es ist aber extrem aufregend für mich, weil ich auch einfach das nicht kenne und das für mich ganz neu ist. Muss ich jetzt aber sagen, als Sportwagen-Fetischist finde ich das mega. Also es ist für mich eine richtig tolle Erfahrung gewesen, weil es war was ganz Neues und ich selber bin da jetzt ganz anders eingestellt. Weil so ein Auto, wenn ich das jetzt sehe, weiß ich, wie viel Spaß der Kerl da drin hat. Und ich muss sagen, es ist extrem schnell. Also ich habe nicht gefühlt, dass jetzt irgendwo die Kraft ausgeht. Ne? Und ich habe wirklich jetzt überhaupt keinen Nachteil gemerkt. Wo fährt man dann schon 300? Und ich muss euch sagen, ich fahre ja eigentlich nie 300. Das macht man eigentlich nicht. Ich bin eher so ein Beschleunigungsfetischist. Und ich muss euch sagen, das hast du hier halt. Ne? Plus Sound, was ich halt vermisst hätte. Was auch alle sagen, man hat keinen Sound, man hat keine Emotion. Und das ist das Stichwort, weil du hast Emotionen. Du hast hier so ein... Hat sich jemand echt Mühe gegeben, dass hier... zu gestalten und das finde ich auch echt gelungen und muss ich sagen, voller Erfolg. Von mir kriegt er 5 Sterne in der Fall. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der EQS 53 AMG. War für mich ein voller Erfolg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr von diesen Videos haben wollt und falls ihr Autos habt, die ich mal fahren soll, wo ihr sehen wollt, wie ich darauf reagiere, meldet euch bei mir und wir machen was zusammen aus. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an den Besitzer von diesem Auto und lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, schaut auch bei Instagram vorbei. Holdische City, ne nice Combo. Rari, Rolls-Royce, Soda, Lambo. 3 Bitches plus Bennett im Bett, ein Quattro. Feuerstein, Cash, die Bitch, die Blanco. Heckantrieb, weil ich's von hinten mag. Gib ich hier, weil ich den Hintern mag. Baby, das ist keine Wissenschaft. Scheiben dunkel und sie ist Splitternacht. Sie macht dir was vor. Party ohne mich, check your phone no more. Na, back in town.